Ah, das ist doch wirklich allerhand. Das schlägt ihm fast der Boden aus. Ist es denn schockiert? Das Neueste vom Hermann Kurz, seinem Töchterle. Meinet sie die Isolde? Mhm, genau, die Isolde. Da fangt's doch schon an. So heißt man doch nicht. Ihr Vater, der Schriftsteller, soll ihr den Namen gegeben haben, weil er Tristan und Isolde übersetzt hat. Das Epos des Gottfried von Straßburg. Trotzdem, so heißt man nicht. Neu. Straßburg hin, Straßburg her, man heißt ja auch nicht Tristan. Warum denn nicht? Der jüngere Bruder von Isolde heißt sogar Garibaldi. Den Namen gab ihm die Mutter, weil sie für den italienischen Freiheitshelden schwärmt. Da himmels, Isolde und Garibaldi, das ist doch schon alles, also auch über die Mutter. Hm? Die war ja früher mal ein adeliges Freifräulein, Marie Baronesse von Bruno, so hat sie geheißen, hat am Hof verkehrt und Verehrer aus den höchsten Kreisen gezicht man. Aber dann... Was dann? Dann ist die 48er-Revolution ausgebrochen und sie ist, sagen wir mal, närrisch geworden. Verstehen Sie? Ihren Adelstitel mitsamt dem Fon hat sie abgelegt und sich Bürgerin Bruno geheißen. Dann hat sie Rede ans Volk gehalten über Demokratie, Gleichberechtigung und lauter so Zeugs. Und ihr Geld hat sie für Flugblätter ausgegeben. Ja, die Rote Marie, so hat man sie zuletzt geheißen. Nicht mehr Baroness von Bruno. Und vor Gericht ist sie auch gekommen. Vor Gericht? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Warum denn? Weil sie sich in einem Gedicht übers Gottesgnadentum der Fürsten und Könige lustig gemacht hat. Aha. Aber das hat man in Preuß natürlich überhaupt nicht lustig gefunden. Das war Majestätsbeleidigung. Und da dafür ist sie dann vor Gericht gekommen. Ja, und wie ging's aus? Kam sie auf den Aschberg, wo auch ihr Mann, der Hermann Kurz, eingesessen ist, weil er in seinen Zeitungsartikeln für die Revolution geschrieben hat. Ja, auf der Aschberg. Da hätte auch die Rote Marie nachgehört. Ja, ja. Und dort hätten beide, sie und ihr Hermann, auch bleiben sollen. Aber der Richter, der hat ein Auge zudrückt. Ja, vermutlich, weil sie halt doch eine vornehme Person, eine von denen da oben ist. Und statt dem auf dem Aschberg sind die Beute jetzt bei uns gelandet. Hm. Mittler in unserem friedlichen Tübingen. Und die warten doch bloß auf die nächste Gelegenheit, um wieder Revolution zu machen. Ja. Sie sollen ja auch neuerdings Besuch von Sozialisten haben. Ja, Sozialisten, Sozialdemokraten, Kommunisten, Anarchisten. Die ganze saubere Bagage geht da ein und aus. Passet auf. Erst neulich habe ich den Albert Dulk wieder gesehen, da auf dem Markt. Dulk, wer ist denn das? Der Albert Dulk aus Stuttgart. Genau der, ein führender Kopf dieser Sozialisten, ein sogenannter Agitator. Ich muss ja da immer an Alligator denken, aber komm, jetzt stellt euch das Ding vor. Dieser Dulk, also das traut man sich kaum auszusprechen, dieser Dulk hat... Drei Frauen, mit denen er einträchtig unter einem Dach zusammenlebt. Drei Frauen, um Gottes Willen. Kann ich laut sagen, wie bei den Türken und Araber. Und ich sag's ja immer, mit Isolde und Garibaldi fängt's an und enden wird's mit Gütergemeinschaft und Weibergemeinschaft. Oh, armes Württemberg, was haben wir das verdient? Ja. Apropos Isolde, Sie wollten doch das Neueste von ihr berichten. Das, was dem Fass den Boden ausschlägt. Stimmt. Also, gestern, da hat sie beim Senat einen Antrag eingereicht, dass nämlich... die steht da oben am Fenster. Wo? Drittes Stock. Das ist sie mit ihrer Löwenmähne. Die guckt genau zu uns runter. Und jetzt zwingt sie auch nicht... Meint die uns? Beste Zurückwinken. Jetzt lacht sie auch noch. Der Slumpermensch. Wir wissen nicht, wem Isolde Kurz an jenem heißen Augusttag des Jahres 1876 gewunken hat. Vielleicht hatte sie ja einige Gesprächsfetzen aufgeschnappt. Aschberg, Rote Marie, Sozialismus, Isolde. Jedenfalls konnte sie sich denken, dass der Klatsch und Tratsch auf dem Marktplatz sich um sie drehte. Sie war das Tagesgespräch und hatte einen Skandal ausgelöst, an dem man sich in Tübingen noch lange Zeit erinnerte. Isolde Kurz war damals 22 Jahre alt.
Sie wurde am 21. Dezember 1853 in Stuttgart geboren. Nach Stationen in Oberesslingen und Kirchheim-Unterteck zog die Familie im Jahr 1863 nach Tübingen, wo Hermann Kurz eine Stelle als Unterbibliothekar der Universitätsbibliothek antrat. Zuvor hatte er 20 Jahre lang als freier Schriftsteller gelebt und unter anderem den Roman Schillers Heimatjahre geschrieben und Tristan und Isolde übersetzt. Aber die Einnahmen als Schriftsteller reichten nicht aus, um seine Frau und die 5 Kinder zu ernähren. Isolde kam also als 10-jähriges Mädchen nach Tübingen. Und wenn man ihren Erinnerungsschriften folgt, stieß sie von Anfang an auf völlige Ablehnung und offene Feindschaft. Angefangen vom Bürgermeister, der ihr das Reiten durch die Stadt verbieten lassen wollte, bis hinunter zur Gassenjugend, die ihr Schimpfwörter und Steine hinterherwarf. Erst viele Jahre später erkannte sie, dass ihr Elternhaus der eigentliche Grund für die ihr entgegengebrachten Feindseligkeiten war. Hermann und Marie Kurz hatten an der 48er-Revolution teilgenommen und sich für Demokratie und allgemeine Freiheitsrechte eingesetzt. Sie gehörten zum linken Flügel der liberalen Fortschrittspartei und speziell die Mutter, die Rote Marie, hatte ziemlich radikale Ansichten. Weil sie die Mädchenschulen für ungenügend hielt und am Gymnasium das weibliche Geschlecht nicht zugelassen war, nahm sie die Bildung ihrer Tochter selbst in die Hand. Und Isolde hat deshalb nicht einen Tag eine Schule besucht. Noch anstößiger aber war, dass sie auch keinen Konfirmationsunterricht erhielt. So war sie denn als Heidenkind verschrien. Ein völliger Außenseiter. Anders als alle anderen. Ein irritierender Fremdkörper in Philistea, wie sie Tübingen spöttisch nannte. Rückblickend schreibt sie: Da war es denn auch kein Wunder, wenn die gute Stadt Tübingen sich dagegen auflehnte, dass es in ihren Mauern eine Familie gab, die ihre einzige Tochter unter geistigen und körperlichen Übungen aufwachsen ließ, wie ein Fürstenkind der italienischen Renaissance. Oder, sagen wir schlechtweg, wie ein junges Mädchen des damals noch ungeborenen 20. Jahrhunderts. Was aber hat es mit jenem Skandal auf sich, der damals im Sommer 1876 das gute Tübingen so sehr erregte? Sie schreibt: Ein Tropfen brachte endlich die Schale zum Überfließen. Wenn ich in den heißen Sommern so Tag für Tag die Brüder zu der akademischen Badeanstalt, genannt die Badschüssel, eilen sah, während die Damen sich mit den engen Badehütchen am Neckar begnügen mussten, ohne Gelegenheit das Schwimmen zu erlernen, stieg in mir nach und nach der umstürzlerische Gedanke auf, den Senat zu bitten, dass wenigstens an einem Tag der Woche, und wäre es auch nur für eine Stunde, das Schwimmbad den Männern verschlossen und dem weiblichen Geschlecht zur Verfügung gestellt werde. Dies wurde als ein unsittlicher Vorschlag aufgenommen. Wie? Man wollte die Fantasie der männlichen Jugend beim Baden durch die Vorstellung vergiften, dass in diesem selben Wasserbecken sich kurz zuvor junge Mädchenleiber getummelt hatten, und wenn der eine oder der andere sich im Gebüsch verstecken würde, um heimlich dem Schwimmunterricht der Damen zuzusehen? Der Untergang aller guten Sitten stand vor der Tür. Wenn mir gestattet würde, dem Unwesen des Reitens, dem man nicht hatte steuern können, das noch Ärgere des Schwimmens hinzuzufügen. Eine würdige Matrone übernahm es, mir im Namen sämtlicher Mütter und sämtlicher Töchter ihr Quosque Tandem Catilina, zu Deutsch, wo will das hinaus mit dir, du Schädling am Gemeinwesen, zuzurufen. Es war einer der schicksalsvollen Augenblicke, wo ein kleiner Anstoß eine lange, verzögerte Absicht zum Durchbruch bringt. Sie hatte noch nicht ausgesprochen. So stand in mir der Entschluss fest, nunmehr Tübingen ganz zu verlassen. Dies also war der umstürzlerische Gedanke, der unsittliche Vorschlag, der dem Fass den Boden ausschlug, der Tropfen, der die Schale zum Überfließen brachte. Isolde kehrte ihrer schwäbischen Heimat den Rücken, um in München als Übersetzerin und Sprachlehrerin zu arbeiten. Aber nach nur einem Jahr kam es zu einer neuerlichen Wende in ihrem Leben, zu einem noch schicksalsvolleren Ereignis. Ihr Bruder Edgar, der in Tübingen Medizin studiert hatte, dem aber wegen seiner sozialistischen Gesinnung Steine in den Weg gelegt wurden, war mehr zufällig nach Florenz gekommen, wo ihm das Kunststück gelang, ohne Protektion und Verbindungen, eine ärztliche Praxis zu eröffnen.
Er schrieb nach Tübingen an die Mutter. Sie solle mit Isolde und den drei Brüdern Alfred, Erwin und Garibaldi nachkommen. Und tatsächlich, gegen den Rat von Freunden und Verwandten, wanderte die ganze Familie aus und machte in Florenz ihr Glück. Isolde lebte hier 33 Jahre lang und wurde zur berühmten Schriftstellerin, vor allem durch ihre florentinischen Novellen und ihre italienischen Erzählungen. Aber vor der Übersiedlung nach Florenz war sie noch einmal nach Tübingen gekommen, um der Mutter beim Auflösen der Wohnung zu helfen, jener Wohnung über dem Marktplatz, genau dem Rathaus gegenüber. Die letzten Tage in Tübingen rannen mir unaufhaltsam durch die Finger. Die Stadt meiner Jugend war doch tiefer mit mir verwachsen, als ich selber wusste. Sie hatte auch für alle Zeit richtunggebend auf mein Stilgefühl eingewirkt. Noch heute, wenn ich mir eine ideale Stadt in Gedanken baue, mit solchen kühnen Terrassen, solchen überschneidenden Dächern, steinernen Treppen, Durchgängen, hängenden Gärten, steigt sie nach einem stillen Fluss hinunter. Einen schwingenderen Rhythmus als die Straßenzüge Tübingens habe ich nirgends gefunden. Dieses Anschwellen und Absinken der gepflasterten Straßen. Für mich sind es die Hebungen und Senkungen und wunderbar gefühlte Zäsuren eines Gedichts. Und weiter schreibt sie an dieser Stelle? Von der Mitte der unvergesslichen alten Neckarbrücke führt eine alte Holzstiege auf den Wörth. An ihrem Fuße standen zwei mächtige Linden wie Schildwachen. Unter ihrem Schirmdach stehend, schrieb ich in der zum Schluss aufgestiegenen Wehmut noch ein paar Verse in mein Taschenbüchlein. So lass uns denn in Frieden scheiden. Von Groll bewahr ich keine Spur. Dein Bild soll ewig mich begleiten und wecke teure Schatten nur. Und kehr ich einst mit müdem Flügel, wenn meine Bahn ein Ende hat, dann gönne bei des Vaters Hügel der Tochter eine Ruhestatt. Diese Verse, die sie beim Abschied in ihr Büchlein kritzelte, haben etwas merkwürdig Prophetisches. Denn nach den 33 Florentiner Jahren lebte sie anschließend für 33 Jahre in München, um schließlich im Oktober 1943, kurz vor ihrem 90. Geburtstag, in die Stadt ihrer Jugend nach Tübingen zurückzukehren, ins Tropengenesungsheim. Dort starb sie am 5. April 1944. Auf dem alten Friedhof in Tübingen fand sie ihre Ruhestatt, neben des Vaters Hügel, den sie mit der Muse Urania hatte schmücken lassen. Auf ihrem Grabstein stehen die Verse: Fern überm Wasserpfade flimmert zur Nacht ein Schein. Lichter vom andern Gestade. Was mag das sein?